können sie unterscheiden zwischen Gut und Böse. Nein, nein, nein! Verdammt! Scheiße! Ja, und damit willkommen zurück, Kapitel 4, ein Geist wird geboren. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show und zu The Evil Within The Consequence. Ja, ich habe heute mal ein bisschen anders angefangen, nicht immer im Titelbildschirm, das ist ja mal so ein bisschen blöd. So war der Anfang eigentlich auch ganz gut. Ja, und so wie es aussieht, befinden wir uns... Achso, erstmal Hallöchen aller, die wieder da sind. Hallo HSV-Fan und Prost natürlich an alle zusammen. Schön, dass ihr da seid wieder. Und wir spielen weiter. Es sieht förmlich danach aus, als wären wir jetzt in diesem Hotelbereich, wo auch wir mit Basti waren im Hauptspiel. Im Hauptspiel. Prost. So, ich muss mal eben kurz die Tasten nochmal reinkriegen hier. Damit ich so ein bisschen... Oh, eine Dusche. Brauche ich ja gar nicht. Hier regnet es ja schon. Darunter fallen wäre jetzt echt schlecht. So. Und wir haben gerade gesehen, wir haben unsere Waffe verloren. Das... Ich lasse mich hier nicht festhalten. Das hat ja auch keiner gesagt. Was zum... Vielleicht kann ich mich da durchbrennen. Okay, passiert irgendwie gar nichts. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Vor allen Dingen ja auch, war ja das erste Kapitel doch zum Ende hin ein bisschen mehr Action wieder, als wie Schleichen und Horror. Nun gut. Aber jetzt geht's wieder richtig zur Sache. So. Hilfe! Hilfe! Leslie! Leslie, warte! Okay, da ist ein... Okay, ist ein Fahrstuhl. So. Wo sind wir denn hier? Okay, Hotel. Wie ich schon sagte, im Hotel sind wir. Ging die Taschenlampe nicht auch verloren? Ja, aber wir haben eine neue wieder gefunden. Deswegen haben wir jetzt auch schon wieder eine neue. Wow! Hui! Lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Zum Glück geht's Ihnen gut. Bitte. Was? Ihr müsst euch von mir fernhalten. Hä? Ah, okay. Wie ich sagte, sind im gleichen Gebäude wie auch im Hauptspiel. Ja, Prost zusammen. Stößchen, Prost. Es hört sich nicht gut an. Ist ja fix, der Aufzug. Ja, sehr fix. Und hier haben wir ein neues Tagebuch, was wir uns mal anhören. Nach dem Brand und den Misshandlungen durch seine Eltern ist es ein Wunder, dass Ruben überhaupt zurechtkommt. Seine Arbeit ist nicht getrieben von Angst oder Gier oder Geltungssucht. Seine Motive sind reiner. Ich würde sagen, er ist besessen von der Möglichkeit, die Realität zu verändern, um wieder bei ihr sein zu können. Seine Narben wiegen schwer, physisch wie psychisch, aber der Verlust seiner Schwester wiegt schwerer. Seine Gefühle für sie sind fast schon inzestuös, aber solange ihn das antreibt, ist das in Ordnung.
Guten Tag! Hallo, Löw! Löw, Lavandia... Moment, Löw? Lavandia... Ich hoffe, ich nenne dich einfach mal Löw. Ich habe das gerade richtig ausgesprochen. Ich hoffe, es ist okay. Ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, die, Löw reicht. Okay, Lavandia. Löw Lavandia. PKMN. Ich nenne dich einfach Löw oder Lavandia. Wie es dir am besten recht ist. Willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es hier Let's Play Live Show. So. Gerade haben wir Bloodborne gespielt. Jetzt geht's weiter mit The Evil Within. Dem zweiten DLC The Consequence. Und falls du es gestern verpasst haben solltest, den ersten Teil von The Consequence, kannst du auf meinem YouTube-Channel verfolgen. Denn da sind die ersten Folgen oder beziehungsweise die erste Folge schon online. Weitere Folgen jeden Tag ab 20 Uhr. Gummy hätte das alles ins Hauptspiel packen sollen. Ja, das stimmt. Da hast du wohl recht, HSV-Fan. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gewünscht. Ist das Leslie da hinten? Ja, es war Leslie. Und ich finde auch so langsam, wie gesagt, steigt man auch so ein bisschen dahinter mit der Story. Jetzt so langsam lösen sie so ein bisschen das Rätsel um die Story. Aber die Geräusche gefallen mir gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Du riechst. Du riechst. Du riechst wie ich. Eine ominöse Tür. Huh! Hm! Okay. Entschuldige, aber gestern nein. Und ich habe es auf Platin schon durch. Falls du also wirklich etwas Hilfe brauchst, da ist Spaß. Ja, aber nett von dir. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, schön, dass du da bist in der Let's Play Live Show. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt's den Stream. Jetzt schon seit über einem Jahr. Folge 126 heute. Meint ihr... Kleiner Moment bitte. Meint ihr, ein neuer Silent Hill kommt? Ich hoffe noch. Ich hoffe, dass dieser Silent Hill Teil kommt. Kojima ist ja gekündigt, ja. Ich hoffe, dass der... Oh nein. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Aber erstmal muss ich da hinkommen. Oh, das sind ja Gegner. Hab ich gar nicht gesehen. Und sie kann nicht klettern, natürlich. Na, super. Und sie hat auch keine Waffe irgendwie. Da ist eine Axt links. Mist. Na toll. Jetzt gammelt der da rum oder was? Wir dürfen nicht in die Scherben treten, das wäre nicht sehr förderlich. Bäm! So, weg ist er! So, haben wir schon mal den ersten erledigt. Aber ohne Kojima wäre es nichts heul. Ja, ich bin auch sehr traurig, dass es so gekommen ist. Also wie gesagt, ich bin ja auch sehr großer Silent Hill Fan. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der noch kommen würde, der Silent Hill Teil. Ja, mach doch mal das scheiß Bild weg, ey, ich sehe doch nichts. Wo war denn der Gegner jetzt? Er ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. Ach da. Toll. Das hat's jetzt auch vollgebracht.
Er ist mein Gefäß und ich kontrolliere ihn. Ich versuche den Typen abzulenken. Heidewitzka, Herr Kapitän, komm auf der Bütsche, da fahre wie Ufsi. Jawohl, sehr schön. Es klappt. Ja, was sich da Kojima gedacht hat, das stimmt. Vielleicht kann ich Ruvik doch aufhalten. Vielleicht, wohlgemerkt, vielleicht kannst du noch... Ist der weg, der Gegner? Wo ist der hin? Okay. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Gegenstände. Irgendwie so eine Axt oder sowas. Der ist irgendwie auf einmal verschwunden. Naja, gut. Dazu dann einmal ein Prost. Ja, Prost, Lexchen. Ich gehe mal auf Klo. Ja, mach das. Allein wegen Metal Gear Solid 5 mache ich mir Sorgen. Ja, ich bin ja kein Metal Gear Solid Fan und auch kein Metal Gear Solid Spieler. Deswegen interessiert mich das nicht so sehr. Deswegen mehr so Silent Hill. Aber ich kann deine Sorge verstehen. Wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn Silent Hill wirklich noch kommen würde. Es wäre echt schade drum, weil PT, also dieser Teaser von Silent Hill, war schon echt atemberaubend. Und ihr wisst alle, wie wir hier oder ich geblutet habe für euch. Ist hier was drin? Nee. Gutes Gelingen, HSV-Fan, genau. Bei Silent Hill frage ich mich jetzt grob, ob es Leute irre von geworden. Ich konnte es jetzt gar nicht so schnell lesen. Entschuldige bitte, weil die Kommentare jetzt so schnell durchfliegen. Okay, du liebst Metal Gear Solid. Ja, und für dich an auf YouTube, du siehst ja hier die Kommentare, lieber Zuschauer. Falls du gerade... Was ist das denn? Okay. Gerade hier im Live-Let's Play quasi auch parallel. Falls du gerade die Folge gestartet hast. Ich grüße auch dich. Ne? Ja, Pity kann einen irre machen, das stimmt. Ich habe ja ein paar... Ich habe ein Lösungsvideo erstellt, wo ich mich selbst erschrocken habe. Wo ich nur klugscheißerisch noch so gesagt habe, ja, der Schockerraum, der war schon. Und auf einmal, bam, kam die Alte. Steph only? Jetzt sind wieder verschiedene Sachen. Entweder runter oder die Tür. Ich mag sowas nicht. Oh, ein Pausenraum. Jawohl, erstmal einen Kaffee trinken. Kaffeehaag. Das ist kein Kaffee. Das ist Kaffeehaag. Wer kennt das noch? Kennt das noch einer von euch? Diese Werbung? Kaffeehaag. So, erstmal Tür aufmachen. Ich geh nochmal zurück, weil das sah aus, als ob man da weiterkommen könnte durch die Tür. Ehrbuch, was? Ehrbuch? Ah, Moment. Okay, hier kommen wir weiter. Dann gehe ich doch erstmal da lang. Denn lieber doppelt geschaut, doppelt gemoppelt... Vielleicht gibt es hier wieder ein kleines Rätsel, was wir lösen können. So einen kleinen Kastenkopf oder so. Waschmaschine. Okay. Was soll das hier darstellen? Aha. Damit wurden früher Telefonate geführt. Erstmal ein Knoppers. Haben wir den schon 9:30? Nee, haben wir noch gar nicht. Gleich. Eis, bei dir ist echt der Wurm drin heute. Ah, hier ist ein Rätsel. Wunderbar. Wie ich schon dachte. Ist aber echt Horror-PT, das stimmt. Hast du es auch, krank zu sein? Ja, das Kranksein ist nicht sehr... Ah, okay. Rot, blau und gelb. Da müssen wir uns mal ein bisschen umschauen, ob wir hier irgendwie eine Lösung finden. Rot, blau und gelb. Da muss wahrscheinlich wieder irgendwo hier ein Hinweis sein. Aha. 21. Was haben wir hier? Da steht gar nichts drauf.
Da ist 10. Rot ist also 10. Okay. Und wie war die Nummer hier, die Zahl? Gelb. 10, 21. Okay. Das war 21. Rot war 10, ne? Rot war 10. So. Und da müssen wir eigentlich ja nur noch durchschalten. Den anderen. Bis wir es gefunden haben. Jawohl, sehr schön. War 7 oder so, oder 8 war das gewesen. So, Brieffragment 5. Ja, schreib mir mal einen Controller. Hol mir noch eine Tastatur. Ja, braucht ja nur eine USB-Tastatur sein. Da geht's ja eigentlich mit. Ich habe mir sogar diesen Adapter besorgt, womit man Maus und Tastatur anschließen kann. Funktioniert sehr, sehr gut, auch bei Battlefield und so. Deswegen schreibe ich übers Handy. Ja, man kann es ja auch so machen. Man kann über die PlayStation gucken und über die Twitch-App übers Handy kann man ja nur den Chat aktivieren. Da kann man dann schreiben. Das ist viel einfacher. Das stimmt. Da gebe ich Franzi recht. Das ist viel, viel bequemer dann auch. Weil ich gucke ja auch sehr viele Streams. Und YouTube-Videos. Hallo Zülle Mülle Gecko, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und ja, ich habe mir deinen Namen gemerkt. Zülle Mülle Gecko. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Musikstück freigeschaltet. Du kannst es dir im Soundtrack Player über das Startmenü von The Consequence anhören. Ja, wieder einen neuen Soundtrack. Davon habe ich ja gerade einen gefunden. Oder beziehungsweise beim letzten Mal. Sehr schön. Was war das? Ich habe da jetzt gerade nicht hingeguckt. Da lief doch gerade was, oder? Ja, aber bei Handy ist die Autokorrektur nervig, das stimmt. Mit 100 Controller habe ich mehr Tasten. Ich würde mir noch wünschen, dass für den Controller vielleicht so wie... Ich hatte damals eine Xbox 360 gehabt, aber nur ganz kurz. Und da habe ich mir damals diesen Adapter geholt, den man unten am Controller anschließen konnte. Da hat man so eine Mini-Tastatur gehabt. Das war voll bequem. Ich wünsche mir sowas noch für diesen Controller hier, für die PlayStation. Dass man einfach so mit Daumen dann eintippen konnte, so WASD und sowas alles. War das richtig bequem gewesen. Das hat man einfach hier unten so angeschlossen. Weiß ich gar nicht, ob man sehen kann. Hier unten so angeschlossen. Und dann hat man hier so ein Tastenfeld gehabt. Das war richtig bequem. Falls es einer kennt. Genau, Flexi, so mache ich das. Schlaue Flexi, ja. War das gerade vielleicht Snowball, die ja lang gelaufen ist? Weiß es gar nicht. Okay, hier geht's anscheinend weiter. Krisepiesel-Gecko, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, ja, Snowball. Da liegt doch ein Dokument. Das nehmen wir noch mit. Oder ein Audiolog. Das hören wir uns noch eben an. Ich bin gestern zum Victoriano-Anwesen gefahren. Es sind nur noch Reste von dem übrig, was früher mal ein Haus Prost. Voller Verheißung war. Mobius hat sich zwar fast alles von Wirt geholt, als wir die Forschung übernommen haben, aber laut Rubens Aufzeichnungen hat er an noch etwas gearbeitet. Es gab Pläne für einen weiteren Stamp-Prototyp. Daten zur Übertragung der Hirnfunktion per Funk an nichtsahnende Nutzer. Das grenzt zwar an Parapsychologie, aber die Pläne und Forschungsdaten erscheinen durchaus schlüssig. Was hatte er mit diesem Ding vor? Es gibt einen Weg, das herauszufinden. Aber ich muss diese Experimente im Geheimen durchführen, abseits ihrer neugierigen Blicke. Sie dürfen es nicht erfahren, sonst nehmen sie mir das auch noch weg. Okay. So. Dann werden wir mal speichern. Ja, Prost, Stößchen. Zusammen. Freund, wenn die Oma in die Ohren. Was stand da irgendwas mit Oma in die Ohren? Irgendwie, mein Freund, erzähl mir mal irgendwas mit den Oma in die Ohren. Armer Lavandia. Das ist fies. Möp. Möp, 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 möp. Erstmal schön streicheln. Ja, du bist ja eine ganz feine. Ja, du bist ja eine ganz feine. So, jetzt steh auf. Miau. Hauptsache, sie jetzt schon seit drei Folgen oder seit circa
zwei Episoden immer die gleichen Klamotten an. Liegt hier vielleicht irgendwas drin? Nee, ne? Oder? Nope. Miau. Miau. Okay, da können wir so ein bisschen reingucken. Na, wir müssen ja so oder so da lang. So, mal schauen, wie gut das hier geht. Oh, Gabbakläu sind wieder im Start. Wie habe ich die vermisst? Snowball. Machst du das mit Gizmo auch so? Ja. Ich speichere so mein Real-Life-Leben immer. So, jetzt muss ich mich ein wenig konzentrieren, weil die sehen uns ja nicht. Die hören uns ja nur. La 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 la. Okay, der geht so einen Weg entlang immer. Aber die Frage ist, wo lang geht der? Das ist die große... geh weg. So, das war nicht sehr gut. Das war nicht sehr förderlich, vor allen Dingen. Hier war auch einer, ne? La 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 la. Oh nein, was denn jetzt? Das geht nicht? Oh, da müssen wir irgendwas finden.